Buchholz mit seiner Erfahrung. Gelöst. Bronis. Gut gemacht. Und Albrecht. Prenz muss die Meter machen. Gegen Badu. Schafft das. Njay. Verpasst, aber das ist die Chance. Und der erste Abschluss für den Werderaner FC. 13. Minute. Alex Kratz wurde da nicht ganz richtig beaufsichtigt. Ja, das können solche Möglichkeiten sein. Natürlich übles Luftloch von Borgmann. Albrecht mit Übersicht. Und wenn er den besser trifft, würde ich sagen, kann er den durchaus machen. Alexander Kratz. Und Hofmann. Der ist gut! Und das ist das Tor für Energie Cottbus. 17. Minute. Jetzt müssen sie sich nur noch einigen, wer ihn berührt hat, als der Ball noch vor der Linie war. Wehling war auf jeden Fall noch mit dran und wir schauen uns das gleich nochmal in Ruhe an. Also 1:0 für Cottbus, alles standesgemäß. Der Favorit führt. Nach diesem Eckball von Hofmann. Borgmann verlängert. Und ich hoffe, wir können jetzt auflösen, ob Wehling da noch dran war. Ich würde sagen, war er nicht. Wir einigen uns mal auf Borgmann, der damit seinen zweiten Pokaltreffer in dieser Saison erzielt und Cottbus macht direkt weiter. Morak, kein guter Ball. Darauf lauert Cottbus natürlich. Heike! 0:2 Energie Cottbus. 33. Minute. Ein schönes Tor. Toller Abschluss, platziert Tim Heike. Neuer Spielstand in der 33. Minute. Nutzt hier seine Gelegenheit, dass er Spielzeit bekommt. Hier sehen wir nochmal den Abschluss. An Morak vorbei und dann ist er natürlich schwierig zu parieren. Flach, platziert. Und der Rasen ist ja auch noch etwas feucht, also kein Vorwurf da an Kai Spangenberg. Kratz. Tolle Bewegung. Und wieder der Torschütze Heike mit all seinem Tempo. Tim Heike, 0:3. Das ging jetzt fix. Innerhalb von 2 Minuten sein Doppelpack. Damit bewirbt sich Tim Heike für einen Stammplatz in der Regionalliga. Spielminute 34. Ja, da müssen wir natürlich nichts weiter zu sagen. Das war klasse gemacht mit all seinem Tempo. Entkommt er da der Verteidigung. Morak und Eichhorn kommen da schlichtweg nicht hinterher. Und Spangenberg ist auch nicht der Größte, kann sich da auch nicht mehr ranwerfen an diesen Ball. 0:3. Wäre das von dieser rechten Seite eine Sache für den Linksfuß Axel Borgmann, der dann ja auch sein Doppelpack hätte. So, Max Göldner dirigiert noch die Mauer. Freistoßspray ist hier nicht erforderlich. Und Borgmann darf es probieren. Super Schuss! 0:4 Energie Cottbus. Als hätten wir es geahnt. 56. Minute. Auch Axel Borgmann macht seinen Doppelpack. Und die beiden freut es natürlich auch. Hier sehen wir es.
clever gemacht, durch die Innenverteidiger durch, die aufmachen. Damit haben sie nicht so gerechnet, auch nicht Spangenberg, der Keeper. Und dann ist das wirklich ein klasse, frecher Freistoß. Erlbeck. Wagner, gut gesehen, Szczerbakowski mit Tempo zum Tor. 0:5, Jan Szczerbakowski. Bekommt er also seinen Treffer, nachdem es also in der Liga schon einmal geklappt hat, also auch das Tor von ihm hier im Pokal. Der Spielertyp in einer Szene zusammengefasst, sehr temporeich, stark im Dribbling, läuft hier problemlos an zwei Abwehrspielern vorbei, hat den guten Abschluss, beidfüßig. Ist er auch noch, Jan Szczerbakowski, deswegen kann er ihn hier rechts reinhauen ins Tor. Schönes Ding. Der damit der Mission Titelverteidigung hier im Landespokal ja, weiter nachgeht. Das vorgezogene Finale gegen Babelsberg hat man gewonnen. Und jetzt haben sie die nächste Chance. Super Übersicht. Und Borgmann mit dem Dreierpack. Klasse, Szczerbakowski. Da bedankt er sich, Axel Borgmann, dass er ihm diesen Treffer gönnt. Durch Axel Borgmann, die Nummer 20. Uneigennützig. Und hier sehen wir, der läuft da jetzt schon an, weil er weiß, er bekommt den Pass von Thiele, bekommt ihn auch. Borgmann sieht auch die Lücke, läuft diese Meter. Und da sind sie so gut in dieser Saison, die Cottbusser. Ein spielerisch beeindruckendes Tor. Natürlich gegen einen Gegner, dem jetzt die Kräfte so langsam ausgehen. Der jetzt auch hier wieder am Ball ist mit Wagner. Verstolpert, kommt aber trotzdem durch. Jan Szczerbakowski. Und das gibt Elfmeter. 87. Minute. Und ja, das mag Tim Stoik dem Kapitän nicht gefallen, aber es ist in Ordnung. In meinen Augen. Hier noch nicht. Hier kommt er ja irgendwie durchgewurstelt. Aber ja, dann wird er gelegt. Ich frage mich übrigens gerade, wo seine Stutzen sind. Die sind ja fast nicht vorhanden. So, Elfmeter. Niklas Erlbeck. Wow. Also ich weiß jetzt nicht, was Adrian Ostach da gesagt hat, aber er bekommt glattrot. Es wird irgendeine Beleidigung gewesen sein an den Schiedsrichter. Also einiges los hier nochmal in der Schlussphase. Jetzt aber alle Augen auf Niklas Erlbeck, der damit die Statistik auch widerlegen würde. Also Einwechselspieler Erlbeck gegen Torhüter Spangenberg. Verschießt, aber jetzt macht er das Tor, 0:7. Da hat er aber noch mal Glück gehabt, Niklas Erlbeck. Schlusspunkt in der 90. Minute, das 0:7 durch Niklas Erlbeck. Noch kein Tor gemacht im Pokal in dieser Saison. Ist ja auch schwierig, wenn man verletzt ist. Schwach geschossen, Elfmeter. Spangenberg macht das gut, aber dann prallt der nach vorne ab. Bitter für den Torwart. Man hätte ihm das sicherlich gegönnt, dass er den zumindest hält. Zu 0. Ein perfekter Tag eigentlich heute für Sie, oder? Alles nach Plan gelaufen. Ja, die ersten 20 Minuten hat gezeigt, dass wir Konzentration brauchen und auch Disziplin. Gute Restverteidigung mit dem 1-0, mit dem Standardtor und dann dem 2-0, glaube ich, waren wir dann auch im Spiel. Und der Gegner konnte dann Gott sei Dank nicht mehr so viel gegensetzen. Und dann haben wir dann am Ende auch hochverdient gewonnen. Wie stolz sind Sie auf Ihre Mannschaft? Ich bin immer stolz, wenn man diese Aufgaben so erfüllt mit Verantwortungsbewusstsein.
Es sind schon viele Mannschaften ausgeschieden gegen unterklassige Gegner, wenn du deine Aufgaben nicht erfüllst oder deine Hausaufgaben. Und das haben wir gemacht. Unser Ziel ist, diesen Landespokal zu verteidigen. Und wir sind auf einem guten Weg. Halbfinale und freuen uns darauf. Halbfinale könnte dann das Lausitzer Duell werden gegen Krieschow. Wenn es dann so ist, dann nehmen wir das. Wenn man den Pokal gewinnen will, dann nimmt man die Gegner, die dann gegen die man dann spielt. Aber jetzt bereiten wir uns auf Hertha nächste Woche vor. Das ist auch wieder ein schweres Spiel. Sie sagen es, da geht nämlich auch noch einiges. Wäre das Ziel nicht eigentlich Pokalsieg und dann auch noch den Aufstieg? Wir haben es ja schon mal gemacht, 2018 gegen Babelsberg und dann gegen Flensburg. Also wir wissen damit umzugehen, das ist unser großes Ziel, unser großer Wunsch. Aber dann haben wir noch einige Hausaufgaben zu erfüllen und vor allen Dingen schwere Spiele. Aber ich glaube, dass wir sehr gefestigt sind. Viele Spieler kommen zurück, die wir heute auch spielen lassen haben. Unter anderem Tim Heike, Thiele wird langsam fit. Ich glaube, dass wir dann genug Alternativen haben, auch dieses Programm dann zu meistern. Sagen Sie es uns. Wird heute noch gefeiert? Nee. Also ich weiß nicht, ob die Spieler was machen. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube auch nicht. Wir haben auch morgen Training und bereiten uns dann auf Samstag vor, was ein schweres Spiel wird gegen Hertha. Gut, dann sage ich vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ja, Martin Nitsche, erstmal herzlich willkommen und danke, dass Sie es eingerichtet haben. Ein bedienter Tag für Sie oder sagen Sie trotzdem, Sie sind stolz, was die Mannschaft heute geleistet hat? Nein, also absolut kein bedienter Tag für mich, muss man sagen. Also ich bin nicht stolz, was die Mannschaft geleistet hat, sondern muss man natürlich auch sagen, was der Verein drumherum geleistet hat. Ich habe gerade schon gesagt zum Kollegen, wenn Energie spielt im Stadion der Freundschaft, dann ist das ein klarer Prozess halt in dem Stadion, wie das abläuft für so einen Verein wie bei uns. Da muss viel organisiert werden, da gibt es 50, 60 Leute im Hintergrund, die viel halt machen müssen und da bin ich natürlich absolut mit zufrieden. Man guckt nach dem Spiel ein bisschen in leere Gesichter. Klar sind 2, 3 Tore zu hoch, das hätten sich die Jungs ein bisschen anders vorgestellt. Aber es ist dann halt so letztendlich und damit können wir auch leben. Alles in Ordnung. Also nehmen Sie eher so die Erfahrung, dieses Event mit? Ja, natürlich. Also die Jungs haben sich natürlich was vorgenommen. Ist ja klar, das sind Fußballer. Ich sag mal, da gerade auch mit dem 2 und 3-0, was halt direkt hintereinander fällt, da sind sie natürlich wirklich auch schon, ich sag mal, ein bisschen am Boden. Da muss man die erstmal aufrichten, das merkt man halt auch so. Genau, und dann ist es natürlich in der zweiten Halbzeit einfach eine Willensschulung halt irgendwo. Klar wollen sie halt ein Tor auch irgendwo machen, da fehlt dann letztendlich der entscheidende Pass oder mal eine glückliche Aktion. Ganz bezeichnend ist halt der Elfmeter zum Schluss nochmal. Der wird gehalten, springt wieder ins Feld zurück und dann gibt es noch das Siebte, glaube ich. Das ist natürlich halt ein bisschen unglücklich. Sie haben aber trotzdem den Support der Fans. Deswegen vielen Dank, Dankeschön.